Die nächsten zwei Schritte fassen wir in einem Video zusammen. Wir scrollen die Seite bis zum Ende und geben unten bei Standardgebote für Anzeigengruppe einen Preis ein. Dies sind Pflichtfelder. Wir werden das später ändern. Abschließend können Sie auf Anzeigengruppe speichern klicken. Die Kampagne ist somit fertiggestellt. Sie sollten diese noch auf Pausieren setzen.